Wir können gespannt sein. Wir bleiben beim Sport. Es ist genau 40 Jahre her. Da wäre ein tollkühner Alpine aus Oberwiesenthal beinahe Olympiasieger geworden. Eberhard Riedel war die große Hoffnung der DDR im Riesenslalom in Grenoble. Seine Siege galten als Sensation, denn jeder fragte sich natürlich, bitte, wo trainiert eigentlich dieser DDR-Sportler und wo liegt der Fichtelberg? Sogar Walter Ulbricht, der sportbegeistert war, brachte er das Skifahren bei. In diesem Monat feiert die Skilegende ihren 70. Geburtstag. Man sagte von ihm, er sei das Wunder vom Fichtelberg. Eberhard Riedel, einziger DDR-Alpiner von Weltklasse. Elffacher Landesmeister, Olympiahoffnung, Riesenslalom-Legende. Bis heute prägt diese Zeit den 70-Jährigen. Es war eigentlich, wenn man so will, war es mein Leben. Dass man eine Sportart betrieb, die sehr viel Kraft, sehr viel Mut, sehr viel Ausdauer, Beweglichkeit, Gewandtheit, also alles das, was athletisch notwendig ist. Diese Sache hat mich eigentlich immer fasziniert. 1957 begann die steile Karriere Riedels in der DDR-Nationalmannschaft. Die trainierte am Fichtelberg, pures Mittelgebirge. Da half nur hartes Training. Gemeinsam mit seiner Frau, DDR-Alpinmeisterin, war Riedel kein Hang zu steil. Und die Sportwelt staunte. Wie konnte es sein, dass ein Erzgebirgler den alpinen Stars Paroli bot, auf dem Weg zu Olympia war? Und Riedel schaffte das Unmögliche, gewann 1961 den gefährlichsten Riesenslalom der Welt im Schweizer Adelboden. Es war noch damals nur noch ein Riesenslalom. Heute sind es ja zwei Läufe, die absolviert werden. Aber dafür war der Riesenslalom damals mit 67 Toren sehr lang. Und man hat ja immer nicht geglaubt, dass die Mittelgebirgler in der Lage waren, das konditionell durchzustehen. Und siehe da, diese 67 Tore waren also praktisch der Ausgangspunkt, um den größten Sieg, der damals für mich möglich war, dann zu etablieren. Heute ist ihm diese Trophäe die wichtigste. Und die Schweizer vergaßen seinen Sieg nicht. 2005 wurde Riedel auf dem Place of Fame in Adelboden verewigt, neben den größten aller alpinen Skifahrer. Doch die Sportkarriere des Überfliegers hatte auch ihre Schattenseiten. Zu Olympia 64 in Innsbruck wurden die Deutschen bewusst provoziert, ihre Fahne fast zu spät gehisst. Und darin mussten wir dann frühmorgens nachgucken, ob unsere Fahne und unsere Anerkennung gesichert war. Und deshalb haben wir also dann immer früh um 7 einmal nachgeguckt, um 7:30 wieder. Und dann hatten sie um 7:30 aufgehängt und da war dann unser Start gegeben. Das größte Desaster für Riedel ereignete sich zu den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble. 4 Wochen davor beendete die DDR den alpinen Skisport, förderte ihn nicht mehr und boykottierte den aussichtsreichen Olympiasieg. Die Sprechfunkgeräte, die mussten wir abgeben. Die anderen Länder, Österreich und die Schweiz, die haben also am Start und konnten also Informationen, wie die Streckenverhältnisse waren und allem drum und dran. Und ich stand eben oben und hatte eben keine Informationen von niemandem. Ein Sturz beendete jede Hoffnung auf eine Medaille, beendete eine großartige Karriere auf einen Schlag. Wahrscheinlich hat er durch einen Sturz viel Zeit verloren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das war eigentlich die größte Niederlage, die ich in meinem Leben erlebt habe. Da wir die Mannschaft waren der DDR, die also in Grenoble unter eigener Fahne starten konnte, sollte das eigentlich auch ein Glanzpunkt werden. Und leider ist es eben schiefgegangen. Schnee von gestern, sagt Eberhard Riedel heute. Er blieb dem Sport treu, wurde Fußballtrainer bei Wismut Aue, brachte Jens Weißflug das Springen bei. Doch einen Traum hat die einstige Legende noch. Irgendwann sollen sie wieder den Fichtelberg hinabstürmen, die alpinen Helden aus dem Erzgebirge.